gefangener Hund? Borgener. Das geht nicht. Verdammt. Gefangener. Mist. Gefangener. Oh, Geißel wäre auch gegangen. Wo ist da der Unterschied? Gefangener. Wo wäre da der Unterschied gewesen, wenn wir den gewählt hätten? Hätte so ausgesehen. Okay. Die Crew ist fast vollständig. Platziere nun jemanden, der bei der Navigation des Schiffs helfen kann, in den Mastkorb. Wer hilft denn bei der Navigation? Da können wir doch alles Mögliche reinschreiben, oder? Wenn ich da jetzt Navigator eingebe, dann wirft er mit Sicherheit was raus. Astronom. Stimmt. Na, Navigator gibt's nicht mal. Katze. Astronom. Tatsächlich, es gibt einen Astronom. Master Chief? Könnten wir gleich mal gucken, ob es einen Master Chief gibt. Okay. So. Dann holen wir uns einen Starride. Aufsammeln. Und dann schauen wir mal, ob es einen Master Chief gibt. Wo kann ich ein paar Seemänner finden? Fertig. Wenn das halt so leicht wäre, dass man im Leben einfach so Dinge erschafft. Master Chief. Es gibt einen Master Chief. Tatsächlich. Cool. Okay, das haben wir auch. Dann haben wir hier unten noch ein bisschen was. Diese Weihnachtsmusik wieder. Ich will mehr wie ein Papagei aussehen. Bunt. Tö. Okay, das hat wunderbar funktioniert. Samus Aran, ja, aber das wird allein schon deswegen nicht gehen, weil es nicht in einem einzigen Wort geschrieben wird. Das ist das Problem. Oh, du bist grün. Warum bist du grün? Gib mir etwas zum Essen, das Skorbut verhindert. Ja, das ist nicht schwer. Was verhindert Skorbut? Sauerkraut. Sauerkraut, natürlich. Sauerkraut im Glas und Sauerkraut als Mahlzeit. Wenn, dann bekommt er eine ganze Mahlzeit. Und? Hallo. Sauerkraut hilft gegen Skorbut. Aber Sauerkraut hilft gegen Skorbut. Das haben die doch immer gehabt. Ach, ja. Das finde ich jetzt fies. Zitronen. Und dann kommen Zitronen. Ja, nee. Ihr schreibt Zitronen und dann kommen auch noch Zitronen. Du hast es schon mal gesehen, stimmt's? Gib mir etwas, aus dem ich ein Holzbein herstellen kann. Holz? Kriegst ein Brett. Warte mal. Und keine Ahnung, dass ein Sauerbrett Vitamin C drin ist. Ja, vor allem hat man auch in der Geschichte gelernt, dass sie damals auf See eben ganz viel Sauerkraut dabei hatten. Zum einen, weil man es doch so super konservieren konnte. Was ist denn das hier? Golf. Ach, weil das da manchmal Holz genannt wird, okay. Ach so. Ja, jetzt hat er aus dem... Ach Gott. Jetzt hat er aus dem das gemacht, okay. Wie viel haben wir hier noch zu machen? Oder haben wir noch einiges? Guck mal. Der Besatzung ist etwas Schreckliches passiert. Hilf, den Fluch zu lösen. Wie gesagt, bei Medbaron. Ja, stimmt ja. Medbaron, ich mag Matty total gerne. Ich liebe auch dieses Matty vs. Priest total. Es hat mir so viel Spaß gemacht, bei einer Folge mit dabei gewesen zu sein. Ich habe das so genossen. So. Die Besatzung wurde verflucht. Gib jedem Besatzungsmitglied etwas, das sie früher geliebt haben. Der Krieger aus dieser Gruppe mochte mittelalterliche Waffen gerne. Mittelalterliche Waffen. Okay, das wäre ja dann ein Morgenstern. Der wahre liebe Kuss hilft immer. Ja, das stimmt. Dann geben wir den mal den Morgenstern. Ach, Moment. Wo ist es jetzt hin? Wo ist denn der Morgenstern jetzt hin? Ach hier. Hier, nimm doch. Ich weiß nicht, wen muss ich denn das geben? Ja, eine mittelalterliche Waffe wollte ich ihr noch geben. Ja, was? Nimm doch das, nimm doch das. Mann. Gibt's ja gar nicht. Langschwert. Nimmst du halt das. Das will er auch nicht? Wieso nicht? Das kann ich ihm gleich gar nicht geben.
Welchem Skelett? Dem da unten. Aber der da will doch. Der Knochenkumpel will eine scharfe Waffe. Ach, come on. Moment mal ganz kurz gucken, Achso, der Knochenkumpel. Ach, der hat ja gerade selbst gesagt, der Knochenkumpel. Mei. Dankeschön. Aber dann will ich aber meinen Morgenstern nehmen. Wo ist mein Morgenstern hin? Ach, egal. Okay. Der wollte die Waffe. Okay, Knochenjulia unten. Das heißt sogar Skelettkrieger. Ja, ich habe nicht anständig gelesen. Entschuldigung. Der erste Fluch wurde gebrochen. Das nächste Besatzungsmitglied hat seine Gesichtsbehaarung geliebt. Aber nun ist er fast ganz glatzköpfig. Gib ihm einen Bart, auf den er stolz sein kann. Ja, Julchen ist leicht verpeilt. Man merkt es auch, dass mein Kommentarstil sich irgendwie ein bisschen verändert hat jetzt in der letzten Zeit. Weggeworfen? Das kann sein. Ein Vollbart? Er will einen Vollbart, der hier? Ja. Nimm den ganz langen. Achso, dann hätte ich ja langer Bart gemacht. Moment. Zeig ihm, wie er aussieht. Achso, also wohl ein Spiegel. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ach Mist. Riesengroßer Spiegel. Signifikanter Bart. Rückstrahler. Schade, dass es mit dem nicht geht. Okay, dann halt nicht. Wir haben halt einen normalen Spiegel. Möbelstück. Spiegel. Und? Ich hätte mir vielleicht die Beschreibung nochmal. Ups. Was nochmal? Hä? Betrachte sich gerne im Spiegel. Ist vielleicht gar nicht der gemeint gewesen. Vielleicht das gemeint gewesen. Ja, der war gemeint. Okay. Drei Flüche weniger. Das nächste Besatzungsmitglied war der Klügste des ganzen Haufens. Traurigerweise hat der ganze Fluch sein Gehirn entfernt. Nutze den Notizblock, um ihm etwas beizubringen. Gehirn. Moment. Dummes Gehirn. So. Wie das aussieht. Der letzte Fluch lastet auf den Kapitän des Schiffs. Bring ihn wieder mit Polly zusammen. Ach, da ist der Morgenstern. Polly? Polly? Also Papagei? Papagei, oder? Papagei. Geht das? Ja, das hat funktioniert. Ja, danke, aber ich bin nicht verflucht. Ich bin ein echter Geisterpirat und du befindest dich auf unserem echten Geisterschiff. Har, har, har. Okay. Ups. Ups. Okay, aber wir bekommen den Star Ride. Gut. Aufsammeln. Super. Die verfluchte Besatzung ist fertig. Sehr schön. Weiter. So. Jetzt haben wir noch 4 Stück. Okay. Ach ja, stimmt. Hier unten waren wir noch nicht. Was möchtest du denn? Ich brauche ein paar Spielsteine, um ein Spiel spielen zu können. Okay. Spielsteine sind kein Problem. Aber man muss in dem Spiel ja doch relativ oft ernsthaft sein. Ja, gute Frage. Man muss halt doch oft ernsthaft sein. So unsinnig kann man es doch gar nicht machen, weil es uns gar nicht funktioniert. Ups. Oh nein. Ja gut. Gegen eine Amazone kann man halt einfach nicht verlieren. Gewinnen meine ich natürlich. Gib mir etwas zum Wischen des Decks. Das ist auch nicht schwer. Also wenn man möchte, kann man das Spiel, denke ich, verdammt schnell durchspielen. Quack, quack, quack. Und was möchtest du? Du möchtest nichts. Verhindere Internetpiraterie. Was? Einfach nur, indem ich es aktiviere? Das war es dann schon? So schnell kann man das machen? Na okay. Na gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ist ja auch schön, wenn manche Level sehr schnell funktionieren. Gut, wir brauchen irgendwo noch einen Schalter. Irgendwo muss ein Schalter sein, den wir noch nicht aktiviert haben. Weil wir nämlich nicht unten in das Tor reinkommen. Okay. Können wir das kaputt machen? Hamlet, ja. Hab ich auch nie angehört oder so. Angreifen.
Wow. Da ist tatsächlich ein Drache draus geworden, ernsthaft? Ja. Wie kommen wir denn da rein? Gib mir etwas, in dem ich mich verstecken kann, damit ich fliehen kann. Ja, wir machen ja immer unsichtbar und so, ne? Adjektiv. Unsichtbar. Meinst du es? Nee. Wieso soll ich es ganz durchspielen? Nee, ganz durchspielen werde ich es definitiv nicht. Okay. Ich glaube, ich muss das irgendwie aufmachen, oder? Hier wäre das, damit ich mich verstecken kann, damit ich fliehen kann. Vielleicht gehen wir in den Tarnmantel. Weil durchgreifen können wir ja, oder? Heimliche Flucht, okay. Also mussten wir so auch gar nicht rein. Okay. Was? Wieso schlägst du mich? Nur weil ich dich versehentlich angegriffen habe. Okay, uns geht noch eins ab. Ups. Gucken wir mal. Was uns hier jetzt noch fehlt. Ach, der hier oben. Aber ich dachte, den hätten wir schon gemacht. Ach, der wollte seine Schatzkarte haben. Hab ich ja total vergessen. Wir müssen die Schatzkarte ja noch finden. Oh, hör auf, mich zu schlagen. Fern. Ah. Mist, wo ist denn dann die Schatzkarte? Ja, im Wasser? Okay. Gucken wir mal. Ihr sagt im Wasser. Dann gucken wir mal im Wasser. Ach, tatsächlich, hier geht es ja auch noch runter. Oh Gott, da muss man erstmal denken. Vielleicht ist wirklich hier irgendwo die Schatzkarte. Nein, 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 nein. Geh weg. Verdammt. Aber bitte, nein. Können wir den vielleicht... Nein, 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 nicht angreifen. Ich wollte dem ein Adjektiv geben. Und zwar freundlich. Der soll mich nicht angreifen. Freundlich. Nee, aber der will mich trotzdem angreifen. Schreibt jetzt bitte nicht. Achso, ich könnte mich unbesiegbar machen. Ich dachte mir schon, jetzt schreibt bitte nicht wieder Atombombe. Okay, unbesiegbar. Adjektiv hinzufügen. Unbesiegbar. Bin ich jetzt wirklich unbesiegbar? Tatsächlich, das funktioniert wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach geht. Sammeln. Und geht das hier so einfach, dass man dem jetzt einfach Tote gibt? Also friedlich. Friedlich, ja klar. Friedlich. Nee, friedlich hilft da auch nicht dagegen. Tote. Oh Gott, der arme Fisch. Jetzt haben wir ihn umgebracht. Wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte den nie töten. Es tut mir leid. So. Satt. Satt wäre auch eine Idee gewesen. So, dann geben wir ihm das jetzt. Geben. Bitteschön. Schatzkarte. Level vollständig. Veggie. Deswegen kann er mich aber auch angreifen. Nur weil er Vegetarier ist, heißt es ja nicht, dass er mich nicht angreift. So, was haben wir jetzt alles noch? Wir haben hier das noch. Die zwei haben wir noch nicht fertig. Und das bisschen haben wir noch. Okay. Wow, da haben wir ja einiges geschafft. Respekt. Cool, es freut mich. Ja, aber ihr Lieben, ich glaube, dass wir dann wirklich doch jetzt für heute aufhören. Weil ich werde allmählich Gaga im Hirn und weiterzuspielen. Ich glaube, das wird mir echt fast ein bisschen zu viel. Ist natürlich schade, ich würde echt das Spiel am liebsten durchzocken. Aber ich denke, für heute ist wirklich genug gezockt. Etwa die Hälfte von allen Star Rides, okay? Ja, aber gut, das Spiel wird mit Sicherheit nach hinten hinaus ein bisschen schwerer werden. Also könnte ich mir vorstellen, dass es nach hinten raus dann doch nochmal schon ein schönes Weilchen dauert. So, mal gucken. Wann ich in Skype on komme, das weiß ich jetzt noch nicht. Das kommt jetzt drauf an. Ich werde mir jetzt dann erstmal was zu essen machen. Und dann muss ich mal gucken, ob und wann ich dann in Skype online komme. Je nachdem. Ich kann es noch nicht versprechen. Spätestens morgen dann aber. Nächsten Freitag streamen, weiß ich nicht, ob das möglich ist. Weiß auch nicht, ob Freitag ein guter Termin ist. Also ich denke, wenn dann, kann man dich auch ins Team mal nach deinem Skype fragen?
Ja, klar, könnt mich überall fragen. Also ihr könnt mich im Steam fragen, ihr könnt mich im Stream fragen, ihr könnt mich auf YouTube fragen. Auf YouTube bin ich am leichtesten erreichbar. Sonntags bist du so selten da, okay? Ja, ich muss mal spekulieren. Ich werde einfach mal meinen Terminkalender durchschauen. Nächstes Wochenende weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich nächstes Wochenende zum Stream kommen werde. Das Wochenende darauf ist schon total ausgeplant. Sonntag geht's dann wieder nach Fürth. Da gibt's dann wieder eine Cubing Competition. Das freut mich, wenn dir der Stream gefallen hat. Also ich kann es nicht sagen, aber ich denke mal, spätestens in 3 Wochen werde ich einen neuen Stream machen. Spätestens. Ich muss mal gucken. Aber es ist halt zeitlich auch immer so eine Sache. Außerdem will MG mit Sicherheit auch mal wieder streamen. Kann ja nicht immer das Wohnzimmer blockieren. Fürth! Ja, ich freue mich schon total auf Fürth. Das wird so klasse. Ach, das freut mich, wenn es gefallen hat. Das ist schön. Ich muss euch auch ein ganz, ganz riesengroßes Danke sagen. Die meisten von euch... Am 1.12., genau. Also am 30.11. wäre es auch schon, wir sind nur am Sonntag dran. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, also die meisten von euch waren ja wirklich von Anfang an da und das hat mir eine unheimliche Freude gemacht zu sehen, wie ihr schreibt und kommuniziert und das finde ich ganz, ganz klasse. Von meiner Seite ein riesengroßes Danke an euch. Ja, gern geschehen, hat Spaß gemacht. Es war echt klasse, hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir werden es mit Sicherheit wiederholen. Das auf alle Fälle. Und vor allem war es heute auch um einiges entspannter als der letzte Stream. Der hat mich doch ein bisschen überfordert. War aber auch der erste alleine. Es ist natürlich schade, wenn du es nicht geschafft hast, pünktlich zu sein. Aber wenn alles mit der Twitch-Aufnahme funktioniert hat, dann kannst du dir die ersten paar Minuten trotzdem noch anschauen. Wie gesagt, auf Twitch wird er dann normalerweise auf alle Fälle zu sehen sein. Und auf YouTube vermutlich dann auch. Ja, es ist ja nicht schlimm, wenn du nicht so viel geschrieben hast, Champi. Finde ich nicht schlimm. Man muss ja auch nicht. Ja, es ist sehr schade, wenn ich den Stream jetzt dann schließen muss. Es hilft nicht. Ja, ist ja nicht schlimm. Man kann es ja mal verpeilen. Ich habe extra gestern nochmal ein Video hochgeladen, weil ich mir dachte, ja, so viele hatten das Video gar nicht gesehen. Aber wahrscheinlich hatten auch die wenigsten Interesse. Es ist mir nämlich schon aufgefallen, dass beide Stream-Info-Videos bei weitem weniger geklickt wurden. Da hat man schon gemerkt, dass vielleicht das Stream jetzt nicht so interessant ist. Aber es ist schön, dass sich trotzdem ein schönes Grüppchen hier eingefunden hat. Ah, daher hast du es gesehen. Ja, vom Fleisch falle ich so schnell nicht. Ist genug Reserve da. Ja, wenn ihr noch was loswerden wollt, dann könnt ihr gerne noch losschießen. 15 Follower mehr. Ja, krass. Deswegen habe ich so viele E-Mails auf meinem Handy. Weil mir der eine E-Mail-Account sagt mir 9 E-Mails. Tatsächlich. Das sind ja voll viele neue Follower. Wow. Krass. 9 Stück. 9 E-Mails. Und YouTube auch. Okay. Ich versuch's immer da zu sein. Okay. Nicht schlecht. Also wenn, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwas loswerden möchtet, dann schießt los. Ansonsten, ihr könnt mir jederzeit per YouTube-Mail schreiben. Auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen dauert, bis ich zurückschreibe. Ich bin noch sehr im Stress zurzeit. Aber da könnt ihr mir jederzeit schreiben. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, dann schießt los. Wenn ich es umsetzen kann, versuche ich es. Und ich bin immer noch auf der Suche so ein bisschen nach Folge-Let's Plays. Mal gucken. Vielleicht habt ihr da ein paar Ideen. Mir schwirren auch ein paar Ideen im Kopf rum. Mal gucken. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Hat verdammt viel Spaß gemacht mit euch. Und sage an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis später. Bis zum nächsten Mal, so muss ich sagen. Ja klar, kannst mich einfach per PN fragen, kein Problem. Ja, es ist leider vorbei, Flo. Es tut mir leid. Vom Aufräumen abhalten ist aber auch was ganz was Leichtes, Yoshi. Okay, dann schönen Abend noch. Tschüss, Leute.